Hallo, wir machen heute den Abschlussfilm, also den alles fertig. Stimmt natürlich nicht, weil es ist nie alles fertig. Wenn es immer irgendwie, dann könnte ich noch und das ist das, entspricht das dem Standard und tut das tatsächlich so, wie es damals getan hat und das ist nicht original und das hätte ich dann, baue ich dann irgendwann nochmal um und irgendwann ist der Moment, wo man einfach sagen muss, so, Auto ist fertig, ist schön geworden und sich darüber freuen, dass der Wagen fertig ist. Es gibt natürlich immer noch 100.000 Sachen, die man noch machen möchte. Da fehlt noch so ein Kunstlederläppchen unter der Rücksitzbank und das würde ich noch mal in Original machen wollen und das ist alles egal. Irgendwann ist der Moment, wo man sagen muss, so, das Auto ist fertig. Das braucht man auch für die Psyche, denn so eine ewig währende Wanderbaustelle, das hat jetzt 3 Jahre gedauert, tut der Seele nicht gut. Und es wäre ja auch schön, wenn man irgendwann die Gelegenheit nutzen würde, mit dem Auto zu fahren und Natur zu entdecken und zu einem Treffen zu fahren und anderen Leuten das Auto zu zeigen und anderen Leuten zu fragen, wie sie da dran gegangen sind an dieses oder jenes Problem. Also so der soziale Interaktionsfaktor kommt ja erst, wenn das Auto tatsächlich fertig ist und man sich traut damit. Das ist eben so eine Art Losbrechmoment. Das ist, man hat sich so eingespielt in dem, oh, ich muss noch, ich muss noch, ich muss noch. Nein, Feierabend, Auto ist jetzt per Definition fertig. Genau wie bei der Bundeswehr Sommerbefohlen wird. Klar ist das Auto jetzt restauriert, aber es sind ja immer noch jede Menge Teile drin, die 50 Jahre alt sind. Und die können nach wie vor kaputt gehen. Und ganz fertig ist er ja immer noch nicht. Es fehlt ja immer noch. Und da habe ich ja drauf gewartet. Jetzt ist er fertig. Ich mache jetzt ein paar Makroaufnahmen und erzähle ein paar Sachen zu den Themen, mit denen ich so im Laufe der Arbeiten konfrontiert worden bin, für die ich vielleicht nicht unbedingt die richtige oder die hundertprozentige Lösung gefunden habe. Prinzipiell, um nochmal ganz kurz auf den Wagen zurückzukommen, das ist ein 73er, das ist ein R, klar, sind nur das richtige Frontlicht gewählt. Der ist von Auto Bianchi in Desio gebaut, also in der Nähe von Mailand. Die Wagen sind, was, möchte ich mal sagen, die Detailgenauigkeit bei der Montage angeht, erheblich besser als die 500er von Sicil Fiat. Da würde ich ein bisschen drauf achten. Also ich habe jetzt so ein Sicil Fiat zwischendurch. Boah, ist das ein Auto mit mäßiger Verarbeitungsqualität. Das ist heute noch egal. Gut, sonst so zusammenfassend ist der Fiat ein total dankbares Auto. Es gibt wenig Ersatzteilsorgen, es gibt viel Hilfe in Foren. Da muss ich auch nochmal allen in Demut Danke, Danke, Danke sagen, die tolle Ideen hatten. Man macht das ja nicht jeden Tag. Oder man kommt ursprünglich von ganz anderen Autos. Es gibt so ein paar Sachen an dem Fiat, die sind anders konstruiert, als man sie so von anderen Autos dieser Epoche her kennt. Okay, wir haben uns die richtige Fahrgestellnummer, das richtige Typenschild. Haben den Wagen ja auch von innen komplett auslackiert. Die Elektrik sieht ein bisschen wild aus. Position des Blinkrelais gehört so nicht, aber der Rest ist schon okay. Ich habe den Waschbeutel, da mache ich nichts rein, weil ich das einfach fies finde. Ich habe den nur einfach mit dem Kabelbinder fixiert, dass er nicht in der Gegend rumfliegt. Schöner Pirelli-Reifen. Das Gummi, Dichtgummi,
habe ich eingeklebt. Es ist original auch andersrum drin, aber ich habe es eingeklebt mit PU-Dichtmasse, einfach weil das auf längere Dauer, auf längere Sicht einfach besser hält. Ja, vorne war alles weitestgehend unproblematisch. Ich habe in der Mitte im Frontblech unten ein großes Ablaufloch gebohrt, sodass, wenn Feuchtigkeit reinkommt, die auch gut ablaufen kann. Wenn ich daran denke, die Wagen sind ja damals, wenn die 8 Jahre alt waren, waren die Irmen. Ich würde mich ja sehr freuen, wenn der hier ein bisschen länger durchhält. Ein bisschen Schwierigkeiten hatte ich mit den Bremsen. Da haben wir jetzt eine alternative Feder eingebaut, sodass der Verstellmechanismus problemlos arbeiten kann. Ich weiß gar nicht, ob der R original verchromte, beziehungsweise hier wie in diesem Fall Edelstahl Scheibenwischer hatte. Aber die paar Mark habe ich extra ausgegeben, einfach weil es viel hübscher ist. Der Spiegel ist vom MGB, der passt total gut, weil er sich unten schön abstützen kann. Der Fiat hat ja original keine Spiegel. Es gibt welche, die haben die Spiegel hier montiert, aber den habe ich nicht gefunden. Spaltmaße sind ganz okay. Hier auch. Die Türen schließen gut. Also, das war's bei meinem Weißen. Ist das auch immer ein furchtbares Geknalle? Ja, ein großes Problem, nicht ein großes Problem, aber viel Arbeit ist es halt gewesen, den Kabelbaum auf die deutsche TÜV-Anforderung anzupassen. Das ist relativ einfach im vorderen Bereich, wo es um Blinker und Standlicht geht. Aber es ist schwierig hier im Bereich des Armaturenbrettes. Vor allen Dingen, wenn man im deutschen Kabelbaum ist ja die Warnblinkanlage drin. Und hier muss man die Warnblinkanlage nachher reinklappen. Alles zu schaffen, muss man sich halt damit auseinandersetzen. Dann die roten Sitze, das ist eine Originalfarbe. Oder eine Originalfarbe nachempfunden. Hinten die Seitenverkleidung, die Hutablage, der Motorraum. Der Motor läuft super schön. Das ist ein ganz originaler R-Motor mit dem richtigen Motorgehäuse. Da habe ich auch viel falsch gemacht. Hier zum Beispiel den Ventildeckel. Dachte ich, ja, bringe ich zum Pulvern. Hat der Motorbaum mir um die Ohren gehauen. Und ganz zu Recht. Das Motorlager war ein bisschen Bastelei. Aber also mittlerweile haben wir es gut zusammen. Die Benzinpumpe. Wenn da einmal Sprit drin ist, er springt sehr schnell, sehr schön an. Sonst ist eigentlich alles original. Als Vergaser ist der serienmäßige Weber drin. Ist einfach überholt worden. Die Lichtmaschine ist neu lackiert. Hitzeschutzblech, Haube von innen. Den schönen alten Hebel habe ich leider keinen Schlüssel, aber egal. Die Beifahrertür schließt ein bisschen schwer. Das liegt am Türgummi. Gleichgesinnte Schrauber erzählt, dass das ein häufig vorkommendes Problem ist, dass es sogar dünnere Türdichtungen gibt. Okay, ich habe die dicken drin und das ist wirklich, die Tür ist sehr stramm. Aber was soll's, tut's. Ja, das sind die normalen Felgen vom R drauf. Weil die sich aber nicht so an der Kante der Bremstrommel abstützen wie die Felgen vom F, hat man immer irgendwie das Gefühl, die sind nicht ganz mittig drauf und das Auto wackelt. Wahrscheinlich sind sie auch nicht ganz mittig drauf und das Auto wackelt tatsächlich. Aber ist egal, ist original. Gehört so. Also insgesamt scheinen mir die Fenster zu jung. Ich dachte, der R hätte die geklebten Verschlüsse. Ich bin mir aber nicht sicher, weil ich auch irgendwo gelesen habe, dass die Verschlüsse eigentlich, also die originalen R-Scheiben alle schon gestorben und durch F-Scheiben ersetzt worden sind. Aber kann ich nichts zu sagen. Verdeck ist ganz normal das PVC-Verdeck mit dem Aluknebel. Auch eingenietet. Schwarze Sonnenblenden.
schwarzer Tacho, schwarzes Lenkrad, R-Halt. Hier ist das Pappautomatenbrett. Also dieses Handschuhfach. Die Spritzanlage. Alles da. Ausgelegt ist er mit Teppich. Original wäre Gummimatte gewesen. Unsere Statikgurte. Immer noch die richtige Wahl. Vernünftig angepasst ist das Beste, was es gibt. Okay, wir freuen uns über Ihr Like, wir freuen uns über Ihr Abonnement, wir freuen uns ganz besonders, wenn Sie tolle Ideen oder Vorschläge oder Anregungen oder Tipps oder irgendwas haben, was Sie uns unten in die Kommentare schreiben können. Ich mache jetzt als nächstes den 126er weiter, oder vielleicht nicht als nächstes, aber so bei nächster Gelegenheit ist der 126er reif. Gut, schönen Dank, schönen Abend, bis nächste Woche. Tschüss.